Ich habe eine Mario Kart Challenge gemacht. Und zwar habe ich während meines Streams versucht, alle Plätze zu erreichen. Und das sah dann so aus. Ja! Geil! Hast du den neunten Ja! Yes! Also, let's go! Ich habe da eine kleine Grafik vorbereitet. Jetzt gucken wir mal hier. Übergang, schauen wir mal. Also das ist die heutige Challenge. Versuchen, ob wir wirklich jeden Platz schaffen. Ich bin sehr gespannt an der Stelle. Brauche noch den Spielesound. Dieser hier. Sehr gut, sehr gut. Der gute Mario Kart Sound ist auch wieder am Start. Und dann gehen wir rein hier online Lobby. Let's go mit der Challenge. Wir haben erstes Rennen und Platz 6. Ja, nice. Dann schauen wir doch hier mal aufs Gesamtklassement. Platz 6 ist geschafft. Hervorragend. Nein, nicht okay, nochmal Platz 6. Platz 5. Oh, geil. Jetzt haben wir nur die Crazy 8. Die mir noch was bringt hier. Aber dann kann ich schon mal einen Platz weiter hinten abhaken. Das ist auch nicht schlecht. Ich muss das alles immer positiv sehen. Okay. Ah, Platz 11 schon her. Fahr. Ah ja, Platz 7. Okay, gibt es ein paar Punkte vielleicht? Nein, minus 1. So, wir müssen nochmal aufs Gesamtklassement gucken. Wir hatten Platz 7 erreicht. Dann können wir den Platz 7 eben schon abhaken. Das läuft der Vicky Schmidt hier. Oh, das Mittelfeld schaut recht gut aus. Hier 5, 6, 7 habe ich schon alles. Ja genau, eine waschechte Normalverteilung. Ja, sehr gut. Bei mir ist Platz 6 geworden. So, Gesamtklassement. Platz 6 hatten wir schon. Dementsprechend, da ist gerade nichts zu holen. Fahr. Doch mal eine Rocket von hinten. 1, 2, 3 und... Oh, Platz 3. Platz 3 haben wir geschafft. Ja, sehr gut. Dann können wir den Platz 3 auch direkt abhaken. Ich bin begeistert hier. Platz 3 ist abgehakt. Mega. Ja, wenn es so weitergeht, dann ist ja fast easy zu machen, ne? Also fast. Memo an mich. Don't text and drive in Frohboomerangs. Im Straßenverkehr heißt es don't drink and drive. Ne? Hier im Mario Kart Stream heißt es don't text and drive. So, ein paar Items noch mitnehmen. Ach. Vollkommen überbewertet. Diese Items. So, sehr gut. Ah, nochmal vor und durch und Platz. Platz 5, okay. So, schauen wir mal schnell hier. Also Platz 5 hatte ich schon. Ne? Da ist das Häkchen schon gesetzt für heute, ne? Da können wir nichts mehr machen. Oh, fahr. Was? Fahr. Oh, Wahnsinn. Platz 8. Da schauen wir doch gleich mal auf unser Gesamtklassement hier. Platz 8. Nice. Oh, jetzt kommt die letzte Hüpfeinlage. Wir haben leider nur Green Shells. Ich hüpfe schon wieder so komisch. Der hüpft schon wieder so komisch. Ah, er fliegt. Oh, Gott sei Dank. Er fliegt. Und hier durch den Goomba durch. Ah. Platz 3 und ja. Wenn wir ganz kurz hier rüber gucken auf Gesamtklassement. Hier gab es keine Verbesserung. Bei Platz 3 war ich tatsächlich schon von den Plätzen 1 bis 4. Eieiei. Ich glaube, den Platz 10 brauche ich auch noch. Also mit der Strecke wäre ich aber überhaupt nicht warm. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Ich war für ganz kurze Zeit Zweiter. Ja. Ich bin nur Platz 10 geworden, ne? Von dem her. Naja, so gesehen in der Runde der letzte Platz auch. Ja, stimmt. Das kommt nur hinzu. Also Platz 10 können wir Gott sei Dank abhaken. Das macht mich dann ein bisschen fröhlich. Platz 10 ist abgehakt. Wir haben nur noch Green Shells hier. Ah, da kommt ein Bumerang rein. Da können wir noch ein bisschen durch hier. Was? Der ominöse siebte Platz, den habe ich doch jetzt halt schon fünfmal gehabt, oder? Das gibt's ja gar nicht hier. Ja, ich hätte sogar die Chance, den Platz 4 zu kriegen hier. Oh, nice. Ja, bin ich nämlich auch gerade. Den brauche ich nämlich noch. So, Platz 4. Jetzt nur noch bis zum Ziel. Nein, da kommt ein schwarzer Yoshi und der nimmt mir das Item weg. Nein. Nein, und noch eine Red Shell. Ach komm. Es ist doch nicht.
Das ist echt ärgerlich. Jetzt war jetzt so lange auf Platz 4 in der letzten Runde. Das ist jetzt schon schön gepasst hier, ne? Der Platz 4. So, und, ja, Platz 2. Nice. Ich fast nicht gedacht, dass ich den Platz 2 noch schaffe. Sehr gut. Können wir hier endlich wieder was abhaken, ne? Zack, Platz 2 einmal abgehackt. Also, es fehlt hier noch Platz 1, 4, 9 und 12. So, und was? Jetzt komm. Ach, ich fahr zu. 7. Ach, Mist, Banane. Noch eine Banane. Nein. Ach Gott. Nein, verdammt. Ich bin schon weiter hinten. Ach Gott. Ja. Geil. Hast du den 9. Ja. Yes. Oh mein Gott. Was ging da vom Ziel? Es ist unglaublich. Das ist ja total verrückt. Ja, das ist passiert. Ich war ja irgendwie 7 und dann 11 und dann zack. Also wirklich total verrückt. Geil, Leute, geil hier. Das schaut mega aus hier. Richtig gut hier. Platz 9 abgehakt. Also 1, 4 und 12. Ja, ich kriege hier Pilze. Ah, ich bin 11. Gut. Ja, sehr gut. Haben wir das Beste rausgeholt hier. Platz 12. Also 1 und 4. Hervorragend. Also jetzt gilt Babypark auf die 1. Oh, Platz 2. Nice. Brauch noch den Platz 1 heute. Oh, Stern, nochmal Stern. Eine richtige Aufholjagd. Ach nein. Oh, letzte Runde und wieder was abbekommen. Das gibt's doch nicht. Das ist doch unglaublich. Was ist da passiert? Also ich war ja echt gut vorne, ne? Hier sieht man es nochmal schön, das ominöse Gesamtklassement für den heutigen Stream. Also Platz 1, okay, verständlich, weil 1 ist hart und kämpft online, aber Platz 4 vor allem. Also wird doch safe irgendwann mal Platz 4 online, das kann doch gar nicht sein. 4 ist die Unglückszahl im Japanischen, das ist anscheinend wohl fest einprogrammiert. Ja, genau, Darko Reisen, danke. Ja, und Platz 1 hat heute irgendwie auch nicht sein sollen, also... War irgendwie wie verhext. Die Glückszahlen für nächste Woche. 1, 8 und die Doppel-Null. Na, die Doppel-Null. Welche Challenge würdet ihr gerne sehen? Schreibt es mir in die Kommentare, dann kommt's im nächsten Stream. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Stream.